In dem heutigen Video zeige ich dir einen richtig kranken GTA 5 Online Money Glitch und das Ganze ist einfach solo und du kannst das einfach ohne alles machen und es ist auch für Anfänger gedacht. Dieser Glitch kannst du auf der PlayStation machen, sowie auf der Xbox und auf dem PC. Also diesmal kannst du diesen Glitch wirklich auf allen Plattformen machen. Natürlich habe ich aber auch heute wieder eine riesen Aktion für euch dabei und zwar ein riesen Gewinnspiel mit, und zwar mit ein paar anderen YouTubern. Und zwar verlosen wir momentan 10 Unlock All Accounts mit jeweils Level 120 und 250 Millionen GTA Dollar. Plus gemoddete Fahrzeuge und Outfits. Also dieses Gewinnspiel ist wirklich mega krank. Wie du daran teilnehmen kannst, ist wirklich mega, mega simpel und mega einfach. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist hier einfach dieses Video liken, ein nettes Kommentar schreiben mit deinem PlayStation, Xbox oder PC-Namen und du musst mich abonnieren. Und wenn du dies getan hast, kannst du in der Videobeschreibung nochmal meine Kollegen abchecken, beziehungsweise musst du abchecken, und zwar Satrix, Caserino und Zuvi68, die musst du auch noch abonnieren. Wenn du diese Sachen gemacht hast, bist du safe bei diesem Gewinnspiel dabei und dieses Gewinnspiel endet in einem Monat, also am Ende vom Dezember, deswegen wünsche ich dir sehr viel Glück. Bevor ich jetzt aber mit dem heutigen Money Glitch anfange, möchte ich dir auch nochmal ganz kurz meinen Partner vorstellen, und zwar Loot4Games. Loot4Games ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken und kannst dir hier einfach mal ganz günstig GTA 5 Online Money, Unlock Alls oder was du auch eben möchtest eben kaufen. Und zwar das Ganze ist einfach wirklich viel, viel günstiger als irgendwelche Shark Cards in GTA 5 Online auf Rockstar. Deswegen gönn dir da auf jeden Fall mal die ein oder anderen Sachen. Hier kannst du wirklich alles kaufen, was du nur möchtest, so viel Geld, wie du nur haben möchtest und das Ganze wirklich für sehr wenig Geld. Auf Loot4Games kannst du dich nicht nur reich kaufen in GTA 5 Online, sondern hier kannst du wirklich für sehr wenig Geld dich überall reich kaufen. Das Ganze ist zu 100% legal und du wirst nicht gebannt hier, wenn du irgendwas kaufst. Das ist alles abgesprochen mit Rockstar. Deshalb, wie gesagt, gönn dir gerne einfach mal bei meinem Partner Loot4Games was. Und natürlich habe ich auch einen Rabattcode, und zwar CloperYT, wie du siehst hier. Den kannst du gerne benutzen, dann bekommst du natürlich auch einen großen Zuschlag, und zwar kannst du hier dir eben sehr viel Geld sparen. Somit unterstützt du auch natürlich mich. Deshalb, wie gesagt, schau natürlich gerne mal bei Loot4Games vorbei und gönn dir was Kleines. Außerdem ist momentan sowieso eine kleine Aktion wegen Weihnachten da, also ist eben hier jetzt gerade alles reduziert, deswegen würde ich dir das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Deshalb gönn dir auf jeden Fall was bei Loot4Games, dann wünsche ich dir sehr viel Spaß mit dieser Seite und dann würde ich sagen, weiter mit dem heutigen Video. Dann fangen wir einfach heute mal mit diesem Money Glitch an. Und zwar das erste, was du dafür tun musst, ist erstmal auf die Einstellung gehen, also Optionstaste anzeigen. Und du musst auf Spieleranzeige, muss aus sein. Das ist erstmal ganz wichtig. Danach machst du das Interaktionsmenü auf und der Spawnpunkt muss auf letzter Ort sein. Wenn du diese Sachen nicht hast, dann wird dieser Money Glitch zu 100% nicht funktionieren. So, wenn du damit fertig bist, musst du jetzt hier zu diesem Punkt gehen, wo ich jetzt auch gerade hingehe. Und zwar, ich bin jetzt auch zu diesem Punkt hingegangen. Und wenn du dann hier ausgestiegen bist, dann musst du jetzt die untere Pfeiltaste drücken und zu Michael rübergehen. So, wir sind dann jetzt auch bei Michael, beziehungsweise jetzt gleich bei Michael. Mach diese Sachen wirklich so, wie ich sie dir auch erkläre, sonst werden sie nicht, wird dir der Glitch nicht viel weiterhelfen. So, du bist bei Michael, gehst wieder auf Optionen, Online und jetzt musst du eine Crew-Sitzung, eine geschlossene Crew-Sitzung starten. So. In meinem Fall habe ich das jetzt einfach mal getan. In anderen Sitzungen wird das Ganze nicht funktionieren, deswegen, wie gesagt, mach das einfach so, wie ich es auch mache. So, wir sind wieder hier in GTA 5 Online, dann gehen wir zu diesem Punkt und müssen jetzt rechte Pfeiltaste und Optionstaste gleichzeitig drücken. Das muss wirklich genau gleich sein, das ist sehr, sehr wichtig. So, dann sind wir jetzt hier auch, das ist wirklich egal, ob du diesen Job hier hostest oder irgendwie in einer anderen Lobby bist mit anderen Leuten, es ist völlig egal. So, das erste, was du jetzt hier tun musst, wenn du jetzt hier diesen Job gestartet hast, musst du erstmal ins Internet gehen und musst auf Finanzen gehen und hier erstmal dein Bargeld haben, also muss Bargeld einzahlen, so viel wie du eben hast. Es ist egal, wie viel Bar du gerade momentan dabei hast. Du musst auf jeden Fall was dabei haben, musst das Ganze einzahlen. Wenn du das Ganze getan hast, musst du jetzt in dein Auto steigen und irgendein Geldautomat suchen. In meinem Fall ist es der Geldautomat. Und ich steige hier jetzt eben aus und muss jetzt hier auch zum Geldautomat gehen, die rechte Pfeiltaste drücken. Und du musst jetzt genau diese Sachen machen, was ich jetzt auch mache. Und zwar einzahlen kann ich nicht machen, deswegen muss ich jetzt abheben drücken. Und zwar tue ich jetzt hier mal 10 Millionen GTA Dollar abheben. Es ist völlig egal, wie viel Geld du gerade hast hier irgendwie. Ja, so, 10 Millionen GTA Dollar tue ich jetzt eben abheben. Wie du siehst, 10 Millionen machen wir hier. Ich mache das Ganze ein bisschen langsamer, dass ihr das Ganze kurz versteht. So, tue ich das Ganze abheben, habe ich jetzt Bar dabei. Gehe wieder zurück und gehe wieder auf jetzt auf Einzahlungen. Das Ganze mache ich jetzt einfach hier nochmal. Und zwar tue ich hier jetzt 10 Millionen beziehungsweise 10 Millionen wieder einzahlen.
Ich habe 10 Millionen wieder eingezahlt. So, und jetzt ist es wichtig, dass du das machst, wirklich hier so, wie ich es auch mache. Und zwar 100.000 GTA-Dollar. Und zwar X drücken und gleichzeitig die Optionstaste drücken. Dann siehst du hier, dass es hier eben, dass du jetzt hier eben bist. Dann gehst du wieder auf GTA 5 Online und GTA 5 Online verlassen. So, wie gesagt, du musst es jetzt eben gerade 100.000 GTA-Dollar abheben, aber gleichzeitig noch die Optionstaste drücken und dann startest du wieder GTA 5 Online und zwar auch wieder eine geschlossene Crew-Sitzung. So, wir haben das jetzt in meinem Fall auch gemacht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eins machen. Und zwar müssen wir jetzt auch wieder zu einem Geldautomat gehen. Ich suche jetzt hier auch wieder einen Geldautomat hier im Interaktionsmenü. Das würde ich euch natürlich auch empfehlen, wenn ihr keinen gerade findet. In meinem Fall mache ich das auch hier wieder. Der ist hier genau daneben. Deswegen, wie gesagt, einfach letzter Ort einfach einspeichern. Sonst ist dieser Money Glitch ein bisschen kompliziert, sage ich mal. So. Ich bin hier wieder und muss jetzt hier rechte Pfeiltaste drücken und die Optionstaste drücken. Und du wirst sehen, ich werde hier ein bisschen verbuggt und bekomme diese Meldung und sehe, ich habe 500.000 GTA-Dollar gewonnen. Dieser Glitch wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange funktionieren, deswegen mach diesen Glitch auf jeden Fall mal nach. Ich denke, dieser Glitch wird vielleicht allerhöchstens noch einen Tag funktionieren, weil dieser Glitch ist wirklich mega, mega einfach und es ist jetzt kein Riesen-Money-Glitch, aber er funktioniert und er ist jetzt auch nicht so aufwendig, sage ich mal. Wenn er bei dir noch funktioniert, dann schreib es mir unbedingt noch in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreib es mir auch in die Kommentare, dass wir auf jeden Fall Bescheid wissen, dass dieser Money Glitch jetzt auch nicht mehr funktioniert. Wenn jemand mir reinschreibt, dass er nicht mehr funktioniert, werde ich das Ganze einfach anpinnen, dass die Leute einfach auch wissen, dass dieser Money Glitch nicht mehr funktioniert.